Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategy Command War in Europe. Und so langsam kann man sich fragen, wann wird's wohl in der Sowjetunion losgehen? Und wie geht's den britischen Schiffen? Ja, die rückt nach. Lass ich es ja. Bringen sogar einen Haku mit. Und tatsächlich, sie gehen da lang. Im Zweifel geht die Armee da zurück. Hier sammelt sich auch immer mehr. Ach, jetzt gehen sie doch auch auf das Schlachtschiff. Vielleicht hätte man es doch wegziehen sollen. Aber zumindest das U-Boot lassen sie in Ruhe. Ja, ich mache mir nicht viel auf Schiffen. Habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt im Verlauf dieser Distanzen Strategic Command Runden schon. Ich weiß, man sollte es mit den Verlusten an Schiffen nicht übertreiben. Zur Information aus dem Königreich Jugoslawien zufolge steht der Regent Prinz Paul kurz davor, den Drei-Mächte-Pakt zu unterzeichnen und sich den Axtmächten anzuschließen. Wenn wir davon abhalten wollen, müssen wir umgehend handeln. Und glücklicherweise hat sich auch eine Möglichkeit dazu ergeben. Der Neffe von Prinz Paul, König Peter III., plant einen Umsturz. Peter II. Ist ein erbitterter Gegner der Achsenmächte und sein Erfolg wird Jugoslawien zweifelsohne in einen Konflikt mit den Achsenmächten stürzen. Mit unserer Hilfe könnte er seine bewaffneten Kräfte zügig verstärken und dem Feind entschieden Widerstand leisten. Wenn wir der jugoslawischen Armee Offiziere und Ausrüstung zur Verfügung stellen, wird es uns 60 MPP kosten, verteilt auf zwei Runden mit je 30 pro Runde. Wollen Sie den Putsch unterstützen? So, also, wir kriegen dann Jugoslawien auf politischer Ebene. Können die Griechen 30... Nein, die Griechen sind eh im Krieg. Aber wenn wir Nein sagen, geht Jugoslawien halt zu den Achsenmächten und das wollen wir nicht. Also werden wir sie unterstützen, ja. Panzerzug? Jetzt schon das Event kam, ist die Frage... Haben die Deutschen ihren Invasionstermin verpasst oder ist der jetzt erst nächste Runde? Guck mal, wir fangen mal eben im Osten an. Was auffällt, die sowjetische Kriegsbereitschaft zieht plötzlich so richtig nach oben. Die dümpelte ja lange Zeit so bei 1-10% rum. Jetzt haben wir plötzlich 30. Das heißt wahrscheinlich, er hat im Großraum von Warschau, ich glaube im Bereich von 10 Hexfeldern oder so war die Regel, mindestens 18 Einheiten platziert, weil wenn das dann gegeben ist, dann geht das ganz schön nach oben. Deswegen ist es irgendwie schön, dass er jetzt schon rund bevor es losgeht, die alle da platziert hat, weil dann kriegen wir noch mehr Punkte mit den Sowjets raus. Lasst uns mal eben sehen, ihr habt, haben alle wichtigen Einheiten die Infanterie, also Garnison brauchen die jetzt eher nicht, die werden so oder so drauf gehen. Gut, ich glaube, die in Leningrad können wir uns noch sparen. Die können wir auch ausgeben, wenn die Deutschen wirklich da sind. Ja, aber das Schöne ist, wir haben jetzt alle Infanteriewaffen, kriegen auch mehr Punkte. Vielleicht können wir demnächst ja sogar noch, je nachdem, wann es hier losgeht im Osten, noch eine Forschung anstoßen. Schauen wir uns das mal an. Dann haben wir hier Ärger. Wir greifen zwar beim Fluss an, aber könnten trotzdem 1-2-0 erreichen. Hier auch. Italienische Einheiten sind... Ja gut, die haben eine Versorgung von 0. Sind zu weit vorgestoßen. Trotzdem würde ich sagen, diese Armee muss sich vielleicht erstmal zurückziehen. Hier müssen wir ein bisschen schauen, dass wir mehr Einheiten ankriegen. Also, du kannst das einfach mal machen. Wir könnten den jetzt einfach sogar einkesseln. Ich würde sagen, du haust da drauf. Und setzt dich hier dann erstmal ab. Hier nochmal unsere Versorgung da drüben. 4. Nicht gut. Jetzt nur gegen uns, eins und gegen uns. Das lohnt nicht, an der Stelle anzugreifen. Bleibt also noch hier.
Also sie könnten zum Beispiel mit dem Chor da reinziehen. Könnte er natürlich versuchen, irgendwie mit der Armee nachzuziehen, um die noch zu retten. Aber nein, sonst würde ich sagen, wir gehen doch mit euch hier rein. 3-0. Ihr geht dahin und ihr geht dahin. Dann kann der hier nicht mehr weg. Und selbst wenn irgendwer jetzt noch da reinzieht und den wieder irgendwie ein Versorgungsgebiet holt oder so, dürfte er auch nicht mehr die Bewegungspunkte haben zu entkommen. Man kann schon schauen, können die Jäger ihm den Rest geben? Eher nicht. Aber nein, dann haben wir dieses italienische Korps schon mal geschlagen mit schlechter Versorgung. Das ist ein sehr schöner Erfolg. So, und euch können wir jetzt eigentlich auch nicht mehr, obwohl. Ah, nicht so recht durchtauschen, dann werdet ihr irgendwie mit Versorgung 5 durchhalten müssen. So. Nehmen wir an, die italienischen Schiffe sind alle wieder am Hafen. Vermutlich. Ich meine, wir könnten uns ja auch einfach mal vor Malta stellen und wenn jemand kommt, dass der in uns reinfährt. Wer weiß. Vielleicht funktioniert das ja. Dann hier drüben. Italiener haben sich nicht mal die Mühe gemacht, den Ort zu erobern. Müssten ja eigentlich auch noch einen Schritt zurück. Ich will lieber hier bei, näher bei unseren ganzen Truppen sein, wenn das Afrika-Korps rüberkommt. Mal so aus Interesse der Panzer. Oh, 2-1. Das ist schon mal gut gelaufen. 2-1 halt nur auf einen Chor. Ich hatte jetzt gehofft, die seien irgendwie geschwächt. So ein Chor kostet ja gefühlt fast nichts. Panzer hingegen ist ziemlich teuer. Also ich glaube, 2-1 ist zu wenig. Also fahren wir mal wieder zurück. Halten hier die Linie. So, was haben wir jetzt dazu gekriegt? Lauter Zeug, das eigentlich erstmal verstärkt werden müsste. Weil wir natürlich zu weit weg von der Versorgung sind. Sonst rückt ihr schon mal näher ran an Saku. Einfach damit wir euch nächste Runde dann auf volle Kraft verstärken können. Wir hier Jäger und so. Was für Upgrades? Ja, Erdkampfwaffen haben wir natürlich noch nicht. Keine, woher auch? Keine Punkte natürlich. Schauen wir mal, ob wir euch was, noch irgendwas verstärken. Das hängt dann stark ab, wie viel überbleibt bei den Briten. So, hier, wie sieht das jetzt? Hier sollen sich wohl die U-Boote tummeln und das ist wohl weiterhin der Italiener. Wenn er denn noch da ist. Aber klar, dass er weg ist. Na gut, oder da südlich. Hier oben. So, was hatten wir hier an Zerst also. Beziehungsweise wir hatten noch einen leichten Kreuzer, das, genau. Also nur mal kurz sicher gehen, dass hier uns jetzt keiner im Kanal ist. Ich jetzt keine Lust drauf, dass wir aufs Boot steigen und da schon direkt drauf gehen. Und diese Armee. Ich meine, für den Fall der Fälle, irgendwer sollte ja vielleicht doch zu Hause sein. Na gut, wir schauen mal nächste Runde. Ich würde sagen, wir können sonst jetzt auch losfahren. Ja, halten wir uns lieber auch ein bisschen von der französischen Küste fern. Und natürlich auch von der Route, wo die U-Boote hier primär sein werden. Du kundschaftest hier mal ein bisschen. Was ist noch das billigste Schiff, das hier zugewiesen wurde? Weil uns gehen ein bisschen die billigen Schiffe aus, weil die andauernd zerstört werden. Na gut, ich nehme an, wir sind hier drüben sicher.
Ach Gott, den will ich auch noch mit. Na gut, und du, okay. Falls die Deutschen jetzt doch noch irgendwie sich durchringen zu landen, sagen wir mal, du passt auf, aber falls sich die Lage noch verändert, bleib mal an der Hafenstadt stehen. So, wir pflügen hier weiter durch. Und schon ein, zwei Runden vielleicht hier, demnächst da. Ich meine, falls sich die Lage irgendwie extrem kritisch entwickelt, können wir natürlich auch alle kreuzen und dann Vollgas geben. Nächste oder übernächste Runde, das schauen wir mal. Ich sehe gerade, die meisten haben ja noch Kapazität. Wer von euch ist denn jetzt der langsamste? Wir sollten ja schon sehen, dass wir halbwegs zeitig irgendwie ankommen. Gut. Hier ist zumindest noch weiterhin das U-Boot. Das macht einen super Job hier. Britischer Konvoi bewegt. Ihr wartet die beiden Schlachtschiffe da, dass die alle kommen. Die könnten wir auch nicht weiter verstärken. Ja, die Frage hier also. Wir kriegen Belgrad, aber das wird wahrscheinlich recht schnell wieder fallen. Und dann können die Deutschen natürlich auch hier entlang. Meint ihr, aus Bulgarien können wir noch leicht rausblocken mit diesen Verteidigungsanlagen? Und das wäre es irgendwie schön, wenn wir gegen die Italiener blocken können und diesen Weg gegen die Deutschen und trotzdem auch das Hinterland besetzt halten, falls sie mit Fallschirmjägern kommen. Hier kurz der Blick. Gut, weiterhin keine große italienische Armee, die irgendwie unterstützend auf dem Weg wäre. Okay, und jetzt mal wieder die spannende Frage. 110 Punkte, das klingt fast danach, als ob man noch was forschen könnte. Also wie ich schon sagte, es klingt fast danach. Gut, amphibische Kriegsführung, das werden wir auf Dauer noch massiv brauchen. Andererseits funktionierende Flugzeuge werden wir hier auch brauchen. Obwohl, wenn wir dich auch zum HQ stellen, würde ich nächste Runde ja auch voll verstärken. Genauso wie dich. Okay, forschen wir. 10 Punkte, reicht das noch für irgendwas? Ah, meinetwegen nehmen die Flugabwehrwaffen. So, ansonsten bei den Sowjets ist ja weiterhin nicht los, also alles noch halbwegs in Ordnung. Ach, genau, das HQ hat sich bewegt, deswegen können wir es nicht verstärken. Hier steht so und ich hoffe einfach mal das Beste. Ah, wir haben noch hier einen Zug. Und ihr seid dann auch erstmal pleite. USA inzwischen mit 200 Punkten und ja, da muss natürlich die Industrietechnologie jetzt erstmal wieder. So, demnächst dann die Erdkampfwaffen und. Also, die sind noch munter weiter am Forschen. Und dann, ja, die paar Zerstörer, die wir noch haben. Gut so, als ob ihr was gegen die U-Boote machen könntet. Das hier ist ja nicht mal ein Zerstörer. So, und dann würde ich sagen, sind wir bereit für den nächsten Zug. Premierminister fordert uns ein weiteres Mal die Besetzung eines irischen Hafens. Man handelt sich um den Hafen von Limerick an der Westküste von Irland. Aber das möchte ich eigentlich machen, weil es gegen die USA ist. Ja, überall sind U-Boote. Ich komme gleich. So, und dann ja, an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auch mal bis da rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.